Aufgrund der ganzen Teilzeit-Stubenhocker sollen die Videos auf YouTube jetzt nicht mehr so schön aussehen, wie zum Beispiel noch vor 4 Wochen. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der Kalenderwoche 15. Auf YouTube sollen die Videos jetzt also weniger schick aussehen. Heißt das, ihr könnt die Videos maximal in 480p wiedergeben? Nein, das wäre ganz schön schlimm. Also nur in 1080p? Nein, das auch nicht, wenn ihr einfach mal guckt. Hier bei dem Zahnrad könnt ihr, denke ich doch hoffentlich, weiterhin die 2160p oder auch 4K-Auflösung auswählen zum Abspielen der Videos. Also was hat sich denn da jetzt geändert? Naja, die Bitrate. Die Bitrate soll jetzt eine andere sein. Die Auflösung soll weiterhin die gleiche sein. Wenn ihr zum Beispiel ein Video vor 4 Wochen an einer Stelle pausiert habt und euch einen Screenshot von gemacht habt, und heute wieder einen Screenshot von dem gleichen Video an gleicher Stelle bei der gleichen Qualitätsstufe gemacht habt, dann sollte der Screenshot von vor 4 Wochen besser aussehen. Habe ich so eine Veränderung bisher festgestellt? Also so einen Screenshot habe ich mir vorab nicht gemacht, das mache ich nicht vorausschauend, warum auch. Aber bisher kann ich keine Veränderung feststellen, vielleicht sind die Veränderungen einfach nur marginal. Aber bisher nicht. Das muss nichts heißen, denn Veränderungen können auch, oder Veränderungen auf YouTube, die treten in Wellen auf. Heißt, wenn der eine Nutzer jetzt ein Problem hat, er kann zum Beispiel nicht mehr die Kommentarübersicht aufrufen, dann muss das nicht der nächste, oder müssen das nicht alle Nutzer auch haben. Kann sein, dass das Problem erst in 4 Wochen auftritt, aber gar nicht. Wäre in der aktuellen Situation ziemlich blöd, wenn das so stark verzögert oder gar nicht auftritt, aber so ist es nun mal bei YouTube. Aber was ist denn jetzt mit dieser Bitrate? Wie erklärt man die Bitrate eigentlich ganz gut? Verbraucht zum Beispiel, Nehmen wir einfach mal an, ein Video auf YouTube ist ein Nutella-Toast. Vor 4 Wochen habt ihr von YouTube ein Toastbrot bekommen. Habt euch eine Scheibe rausgenommen. Drei Feinde sind übrig. Und das hatte eine Größe von 10 x 10 cm. Das, sagen wir einfach mal, entspricht der Auflösung 4K. Dazu habt ihr ein Messer bekommen. Und auf diesem Messer war die Bitrate. Und zwar das Nutella. Ein Riesenberg und links und rechts lief das Nutella auch leicht runter. So viel war das und damit konntet ihr jetzt euer Toast bestreichen. Das Toast mit der Bitrate dem Nutella. So, Stand heute bekommt ihr, jetzt mal davon abgesehen, dass das Toast nach 4 Wochen bestimmt nicht mehr so toll ist, bekommt ihr aus dem gleichen Toastbrot wieder eine Scheibe. 10 x 10 cm. Die Auflösung 4K ist also geblieben. Aber jetzt bekommt ihr bei dem gleichen Messer nur noch eine Messerspitze Nutella. Und ihr müsst diese Messerspitze an Nutella wieder auf den gesamten Toast von 10 x 10 cm verstreichen. Und damit ist klar, ihr habt immer noch Nutella-Toast, aber das Nutella-Toast ist heute nicht mehr so geil. Sollte euch also auffallen, dass ein Video nicht mehr so schick aussieht, wie ihr es vielleicht gewohnt seid, dann liegt es nicht zwingend daran, dass bei mir irgendwas schief ging. Dann liegt es wohl eher daran, dass einfach YouTube die Menge an Nutella reduziert hat. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einfach in der nächsten Woche wieder viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und ich wünsche euch ganz viel Nutella. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.